Moin, moin und willkommen zurück zu Hardcore Kerbel. Ja, die Arme ziehen noch etwas vom Livestream, aber das soll uns natürlich nicht davon abhalten, unsere Mission hier fertig zu bekommen. Wir hatten ja jetzt hier umgeladen am Space Truck und wollen uns jetzt auf den Weg machen zur Minmus Station. Zur Minmus Station. Da ist sie ja. So, und wir sind hier und die Minmus Station ist da. Das heißt, wir werden jetzt in Richtung Prograde gehen und unseren Orbit ein bisschen vergrößern und wollen ja da jetzt noch ein Unterkunftsdingsbums anbauen und dann retten wir noch einen Kerbel. Retten wir noch einen Kerbel? Ich glaube, wir haben noch einen Kerbel zu retten und dann ist das erstmal gut. Und danach wollte ich mich in den nächsten Folgen auf jeden Fall mal darauf konzentrieren, dass wir den Space Truck fertig bauen. Also sprich mal eine ordentliche Antriebsstation ranbauen, damit wir hoffentlich mit dem Teil die Minmus Station rüberschleppen können. Das wäre so der Plan. Also die Minmus Station wird ja langsam. Gucken wir mal. So, betankt sind wir wieder. Hoffe ich. Ja, wir sind betankt. Sehr schön. So, wir kollidieren, wenn wir zünden, auch nicht mit der Station. Das ist auch ganz okay. Und dann würde ich sagen, geben wir mal ein bisschen Gas, um unseren Orbit größer zu machen, damit uns die Station einholen kann. Und ich würde sagen, wir gehen mal so auf 200 Kilometer hoch. So, 210, das ist okay. Und warpen als erstes mal bis hier drüben rüber. Und Schnoppel, du hast mich dran erinnert. Solarpaneele ausfahren, aber die sind draußen. Aber ich glaube, du meintest die Station, ne? Ja, die hat aber auch noch ein paar draußen. Aber du hast recht. Wir sollten auf jeden Fall die hier auch noch rausklappen. So. Ach, jetzt müssen wir zum Bastelorbiter per Hand schalten. Na gut. So. Damit wir genug Strom haben für die Experimente, beziehungsweise für das Labor auf dem Space Truck. Da wird ja fleißig geforscht und das frisst doch ganz schön Strom. So, dann warpen wir mal hier rüber. Und gucken mal, da müsste ja jetzt eigentlich unsere Minmus Station schon mal ein Stück weit aufholen. Und wir machen unseren Orbit da auch gleich noch ein bisschen größer an der Stelle. 53 Sekunden. Okay, wir gehen auf den Orbit Prograde. Und was haben wir jetzt noch? Entfernung? Oh, 1100 Kilometer. Das ist natürlich noch ein Stück. So, jetzt zoomen wir hier mal an die Apoapsis ran. So. Und hoch damit. So. Bisschen noch, ich glaube über 160 können wir einen ordentlichen Zeitraffer anlegen. Und was sagt denn unser Essensvorrat? Wir haben 35 Tage Zeit, das passt eigentlich auch. Okay, dann würde ich sagen, wir sind hier. Da ist die Minmus Station. So. Gehen wir mal nicht. Dann lassen wir den mal ein bisschen rankommen. So. Bisschen noch. Lass uns mal gucken. Also wenn wir jetzt hier dann so ein Manöver machen. Mal gucken, ob das schon reicht. Ja, ist noch ein bisschen. Da sind wir noch davor. Das heißt, wir müssen das noch ein bisschen später machen. Das sieht gut aus. So ein bisschen zurück. Dann haben wir. Was haben wir da? Separation von 16 Kilometern. 15, 13. Ein bisschen noch. 9. Das wird doch langsam. Das kriegen wir alles noch besser hin, oder? Jetzt kann man da gar nichts mehr sehen. Gerne nur das da sehen. 7,8, das machen wir. So, das heißt, wir gehen. Ne, ich will da nicht noch Manöver enden. Wir haben schon eins. So, und wir gehen auf unser Manöverchen. Und dann würde ich mal sagen, warpen wir auch dahin. Zunächst Manöver. So. Das geht doch relativ smooth heute.
Sehr schön. So, zoomen wir uns noch ein bisschen ran. Oh, ich muss noch ein bisschen was angleichen vom Manöver her. Da hat er sich noch weggedreht. So. Sehr schön. Okay. Dann machen wir das mal, ne? Vorsichtig. Schön vorsichtig. So. So. Gut, und dann treffen wir uns irgendwo hier so mit unserer Station, für die wir das nächste Crew-Modul haben. Warum genau mussten wir das nochmal unbedingt im Orbit zusammenbauen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ihr habt mich dazu überredet. Das hätten wir alles sehr viel einfacher haben können. Gut, 8 Kilometer. Das sieht gut aus. Und da hinten wird es auch langsam wieder hell. Das heißt, wir gleichen jetzt mal so langsam an und machen die Annäherung fertig. Und ich bin mal ziemlich optimistisch, dass wir dann die Bauarbeiten im Sonnenlicht durchführen können. Das macht es ja auch ein bisschen schöner. Dreh dich mit. Schön hinterher. Ja, so, und dann fliegen wir mal in Richtung Ziel. So, sprittechnisch sieht das, glaube ich, alles noch ziemlich entspannt aus. Ja, da können wir noch einiges mit anstellen. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Für die Annäherung. So, jetzt müssten wir eigentlich hier drüben irgendwo... ein gezappelt 2 Kilometer. Das ist okay, dann machen wir da den nächsten Bremspunkt. Bei 2 Kilometer Entfernung. Huch, das war nicht so gut. Er sollte sich zumindest einmal fangen. Auf dem Retrograde. Hello. So schön Persistent Rotation auch ist, es persistiert halt die Rotation, aber schaltet den Lenkmoment ab. Das heißt, die Kapsel rotiert dann natürlich weiter, obwohl sie eigentlich lenken könnte. Und guck mal, da wird's hell. Sehr schön. So. Zap, 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 zap. Das ist doch sehr vielversprechend für die Bauarbeiten. Auch mit ordentlichem Ausblick. Oh, was ist das denn da? Los Kerbeles. Stadt Los Angeles. Riesenstadt da unten. Meine Güte. Fällt mir immer wieder auf, dass die Kerbeles sehr, sehr Großstadt-like Wesen sind. Also, auf jeden Fall wohnen sie nicht gerade in kleinen Dörfern, muss man sagen. Die meisten Städte sind doch ziemlich gigantisch, wenn man es mal von oben sieht, so gerade nachts. So. Das sollte reichen für unser Manöver. Bisschen vorsichtiger das Ganze. Gut, und dann kommen wir jetzt mal rangeeiert an die Station. Und müssen docken. Hatten wir hinten einen Dockingport dran? Ich glaube, wir hatten irgendwo einen Dockingport dran. Also ich würde es auf jeden Fall über einen Dockingport probieren, dass wir die Teile dann einfach an die... in das andere Dings transferieren können. Ging das? Hatten wir es nicht letztes Mal schon probiert? Dass das nicht ging? Wir gucken mal. Irgendwie kriegen wir das auf jeden Fall hin. So, bremsen, mehr bremsen. Ui, das war aber ein bisschen spät, ne? Das hätte auch in die Hose gehen können, aber alles ist gut. Alles ist gut. Das sieht gut aus. Und dann müssen wir noch ein bisschen ran. Die letzten paar Meter überbrücken. Gut. Was haben wir denn an Dockingports zur Verfügung? Ist das nur das auf der Seite da? Wir haben den da und dann haben wir den nochmal auf dem flachen Pult auf der anderen Seite. Das ist natürlich nicht so gigantisch. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. So, wir wollen Control from here und wir wollen da andocken dann wahrscheinlich, weil an der anderen Seite wollen wir bauen. Dann würde es nicht Sinn machen, da anzudocken. Symmetrie und so, ne?
Wir machen das hier nicht asymmetrisch. Asymmetrisch ist nämlich doof. So, einmal Licht aus. Licht aus. Jawohl. Sieht gut aus. Und wir kommen sehr schön rein eigentlich. Kann man nicht meckern. Dafür, dass wir das gerade mit dem Triebwerk machen, ist es echt in Ordnung. Oh, ich müsste langsam mal bremsen, merke ich gerade. Oh, da hat es ein bisschen Druck abbekommen vom Triebwerk. Das war nicht so gut. Ich habe nicht daran gedacht, dass die Anzeige ja vom Dockingport vorne gerechnet wird. Das ist natürlich doof, wenn man noch so 5-6 Meter Rakete dahinter hängen hat. So. Schauen wir mal. Da ist unser Dockingport. So. Wir wollen ein bisschen drüber halten. So ist eigentlich ganz gut. Können wir das kurz stabilisieren? Ja. Yeah. Und feuerfrei. So, wir machen das jetzt ganz langsam. Ich hoffe einfach, dass durch dieses Driften, also ich schieße ja jetzt ein bisschen drüber, durch das Vorbeidriften der Zug einfach kommt dann, der uns ranholt an den Dockingport. Ja, da ist er. So, er ist aus, damit er sich festfühlen kann. So, los. Okay. Gut, wir sind dran. Das ist doch schon mal schön. Erfolgreiches Dockingmanöver. Und wir machen mal wieder SRS an, damit das hier aufhört zu drehen. So, und jetzt wäre die Unterstellung, dass ich theoretisch aus dem Inventory Sachen in dieses Inventory rüberziehen kann. Ach Mist, ist alles voll, ne? Ach Menno, machen wir das denn jetzt? Ich brauche mehr Platz. Wir müssen ja mal unbedingt mehr Platz anbauen. Das Ding darüber bewegen ist doof. Wir können jetzt einfach alle Dockingports nehmen und irgendwo festschrauben. Ich glaube, das mache ich einfach. So, wo ist denn hier unser Herr Ingenieur? Ist das der Bill? Der Bill ist hier der zuständige Ingenieur. Alles klar. So. Warum rotiert das jetzt? Alter, wie viele Schraubenzieher hat er denn dabei? Bill ist ausgerüstet, falls er mal einen verliert. So. Loslassen, zack. Gut. Warum wackelt das hier so? Muss das sein? So, Bill, erstmal rüber da. Ach, guck mal, da haben wir sogar was zum Festhalten. Das ist gut. Dank dem Labor. Das macht das Leben dann doch noch ein bisschen einfacher. Dann können wir uns hier nämlich hoffentlich ranhängen. Komm, festgehalten, jawohl. So. Inventory. Und was wir jetzt machen, ist einfach, wir splitten den Mist in 6 einzelne Dockingports und bauen die mal kurz überall sinnlos in der Gegend fest. Da zum Beispiel. Und da können wir noch einen hinbauen. Und ich finde, hier fehlt auch noch einer. Und viel besser wäre es ja eigentlich sogar. Ach, das ist zu weit weg. Okay, machen wir hier noch einen hin. Da noch einen hin. Da kann man richtig was andocken, ne? So. Oh, hier, Fenster brauche ich keine Sau. Zu damit, noch ein Dockingport. Und das andere Fenster auch noch. Ne, zu weit weg. Oh, wo ist das zu weit weg? Da passt noch einer hin. So, jetzt haben wir genug Platz. Gut. Dann müssten wir jetzt theoretisch, du musst mal loslassen dafür. Und ich muss mal da rein, weil ich kann nicht umschalten, wenn der sich festhält. Hallo Bill, na, hast du Spaß? So, jetzt müssten wir theoretisch das Ding darüber räumen können. Yay, sehr cool. Cool. So, dann gehen wir mal wieder zu Bill, der da fröhlich vor sich hin driftet. So. Als erstes müssen wir das da abbauen. Den Dockingport und den woanders erstmal wieder festtackern. Einfach nur, weil wir es können. Und weil wir jetzt gelernt haben, dass man Dockingports überall verteilen kann. So, Bill. Zack, Detach. Grab. Und wir bauen den
Da, so eben erstmal. Fenster zu. Alle Fenster verstärken, die Space-Zombies kommen. So. Und jetzt ist meine Idee, dass ich mich an der Leiter festhalte, während ich das große Ding... Obwohl, ich könnte jetzt eigentlich auch einfach das Inventory hier aufmachen, ne? Und mich draufsetzen auf die Batterien. Irgendwer von euch hatte auch kommentiert oder im Chat mal geschrieben, dass das eigentlich auch eine Idee wäre, wenn ich so Leiterbauteile mit hochnehme. Das habe ich leider erst nach dem Start gelesen. Ja, ist eine super Idee. Werde ich demnächst auch mal machen. So, jetzt machen wir es einfach so, indem ich hier mit dem überaus exaktesten... Oh, das war nicht so gut. So, wartet mal. Kann man hier irgendwie... Yay! Angebaut! Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, jetzt müssen wir nur den Dockingport wieder abbauen. So, das ging ja mal überraschend schmerzfrei, möchte ich sagen. So. Und ich muss unbedingt mehr Platz hier nach oben schaffen. Also mehr Kapazitäten für so Teilaustausch. Detach Docking. Halt, Alter. Oh. Das ist doof. Na gut, wir haben ja noch ein paar. Den da. Danke. Nehmen und gerne hier vorne ran. So, jetzt ist es noch nicht so ganz mittig, wie ich mir das gewünscht hätte. Zack. Grab. Kann man die irgendwie snappen lassen? H to attach. Nee. Ach, jetzt muss man den erst wieder woanders hinbauen, oder was? Escape. Was machen wir denn jetzt damit? Grab. Kurz mal hier festbauen. Zack. So, ich will den nämlich relativ mittig haben. Einmal mit Licht, bitte. Einmal Licht. So. Kurz alles gerade machen hier. Jetzt kommt der ab und wird genommen und schön gleichmäßig mittig draufgesetzt. So, das ist doch ordentlich. Gut, wir haben jetzt auch viele neue Andockmöglichkeiten. So, aber dann ist wenigstens der Dings mal frei innen drin. So, und da fliegt irgendwo ein einsamer Dockingport von dann. Ist er schon weg? Wo ist er? Wo ist mein Dockingport? Ist schon so weit weg, den kann man schon gar nicht mehr sehen. Krass. Na gut. Ist er nach oben geflogen? Irgendwo? Ach, da ist er. Der Dockingport. Guck mal. Solarpanel. Okay, ich gehe wieder rein, bevor ich noch irgendwas kaputt mache. So, das ist doch mal... Also auf jeden Fall, das Bauen geht gut voran. Im Gegensatz zu meinen Raketenstarts. Wo ich mich irgendwie im Moment ein bisschen anstelle mit den Falcon-Varianten. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass hier auch die richtigen Leute drin sitzen. Also, hier drin sitzen Ben Kerman und Jebediah. Das haut hin. Sehr gut. Das heißt, wir können eigentlich mit gutem Gewissen abdocken. Und haben die nächsten zwei Wohnräume geschaffen. So, haben wir noch Monopropellant? Ne, haben wir nicht. Das heißt, wir müssen das wie erwachsene Menschen klären, mit einem leichten Schub in eine neutrale Richtung und keinem wehtun. So. Damit sollten wir uns sauber von unserer Minmus-Station trennen, die langsam tatsächlich zu einer echten Station wird, auch wenn sie jetzt gerade ein bisschen komisch aussieht mit den ganzen Docking-Ports. Da müssen wir nochmal drüber reden. Aber... an sich gar nicht so schlecht. Was mal spannend wäre, ob ich dieses Adapterteil mit den drei Dingern tatsächlich hier bekommen kann. Das wäre eigentlich ganz witzig. Aber ich glaube, nächster Schritt ist auf jeden Fall noch mehr Wohnraum, denn wir sind jetzt... Jetzt gucken wir mal. Wir sind jetzt... Was braucht man? 11 braucht man. Wir sind jetzt bei 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das heißt, uns fehlen noch 4 Kerbals. Das heißt, man könnte mal überlegen, ob man nicht als nächstes Modul so ein... Haben wir schon den Hitchhiker-Container? So ein Hitchhiker-Container wäre eigentlich ganz praktisch, so als Lebensraum. Oder alternativ das aufblasbare Teil. Beides nicht ganz klein, beides passt auf jeden Fall nicht in diesen Tank da rein. Da muss ich mir was überlegen. So, aber wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun. Hey, Dockingport.
Ja, da wollten wir aber nicht hin. So, sondern wir wollten erstmal wieder Strom ausfahren. Danke, Schnorpel, daran erinnere ich mich jetzt auch, wenn man mich nachts aufweckt wahrscheinlich. Wir wollen jetzt noch den Whirlwise retten. Der Whirlwise ist... Wo ist der Whirlwise? Er war hier irgendwo in der Nähe, glaube ich. Oh. Der ist ja tatsächlich gleich nebenan. Cool. Whirlwise. Dude. Das ist ja total korrekt von dir, dass du hier gleich um die Ecke bist. Ist er das? Tatsächlich. Ja, ich würde sagen, da fliegen wir doch mal hin, oder? Ich meine, das ist ja ein Geschenk, dass der Whirlwise so nah um die Ecke sitzt. Würde ich sagen, nehmen wir mal Fahrt auf, um den Whirlwise zu retten. Grob Richtung Whirlwise. Gucken wir uns gleich mal in der Map an, was das für Manöver ergibt. Das war wahrscheinlich nicht so gut. Also wahrscheinlich war das jetzt... Hallo, Sie haben gar keinen Orbit mehr. Richtig. Sie treten jetzt gleich in die Atmosphäre ein. Yay, ich freue mich so. Okay, aber hilft ja alles nichts. Und jetzt gucken wir mal, dass wir den Whirlwise erwischen. Der hat eine Periapsis von 78 und wir treffen ihn da hinten auf 7,7 Kilometer. Also sind wir wahrscheinlich auf jeden Fall noch orbital. Triebwerk ist auf 100%. Okay, dann würde ich sagen, zoomen wir ihn mal ran. Hey, direkt der Transfer zu Whirlwise. Und der haut langsam ab, ne? Der haut ab. Der kleine Sack. So nicht, Freundchen. So nicht. Dann kommen wir jetzt wieder in Orbit, oder was? Oder stürzt sich jetzt endgültig ab? Man weiß es nicht so genau. Ah, das müsste... Oben Treffer aufs Target sein. Sprit habe ich eigentlich noch. Ja. Sieht gut aus. So, Retrograde. Und wir erwischen Whirlwise auf 0,3 Kilometer in sehr kurzer Zeit. 56 Sekunden, alles cool. Das heißt, wir kommen jetzt sehr schnell ran, müssen dann einmal hart abbremsen, den Whirlwise schnell rüberholen. Und mal gucken, in was der Whirlwise drin sitzt. Bin sehr gespannt. Vielleicht ist es ja wieder was Gutes und Teures, was man sich später mal einverleiben kann. Eine Capsule. Capsule klingt aber sehr nach mal wieder was irgendwie halbwegs vernünftiges. Toll wäre natürlich, wir müssten mal den ganzen Scrap durchgucken irgendwann. War da nicht irgendwie auch schon mal ein Hitchhiker-Container dabei? So, jetzt heißt es bremsen. Damit wir nicht dran vorbeischeuern. So, und dann wie immer in unserer liebevollen Beleuchtung richten wir ihm die Lampe aus, dass er sieht, wo die Einstiegsluke ist. Jo. Und dann würde ich sagen, heißt es nächste Folge, wir retten den Whirlwise. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.